Mahlzeit, Freunde, und herzlich willkommen zur 16. Ausgabe von Loxim 3D. Und heute fahren wir weiter von Mönchengladbach nach Venlo im RE13. Wir sind immer noch im Flirt der Baureihe 428. So heißt der Zug nämlich, so ist die Bezeichnung der Baureihe. Und wir haben jetzt mal den Führerstand gewechselt und fahren jetzt von hier aus weiter nach Venlo, nach Holland. Fuck, Alter. So, erstmal Zug wieder vorbereiten hier. In die Niederlande. Ich habe gerade echt Probleme, ein Wort auszusprechen. Werd verrückt. So. Auch schon lösen. Valigramse an für alle Fälle. So, im letzten Video sind wir gefahren von Hamm nach Mönchengladbach. Das war eine relativ lange Fahrt. Ne? Eine Stunde 40 sind wir gefahren in etwa. Und jetzt fahren wir mal, oder schauen wir mal, wie lange wir hier fahren. Und zwar fahren wir hier ja, ein bisschen knapp über eine halbe Stunde. Also ungefähr eine halbe Stunde, eine Minute drüber. Also eine relativ kurze Fahrt im Vergleich zu gestern oder zur letzten Fahrt. Und ja, dann muss man warten, bis es hier losgeht. Abfahrt ist 12.25 Uhr in 43, 42, 41, 40 Sekunden. Und dann geht es hier weiter. Dann haben wir die Strecke abgefahren. Danach haben wir noch eine Strecke im Hellweg-Sauerland-Netz. Und dann muss ich das nicht mehr erwähnen. Und dann nehmen wir uns mal die nächsten Nahverkehrsstrecken vor, bevor wir dann zum Fernverkehr kommen. Da ist halt auch ein bisschen aufpassen, weil wir da für Strecken abfahren. Alle kann ich leider nicht fahren, weil bei der Vorausberechnung dann manchmal ein bisschen was schief läuft. Bei der Landschaftsvorausberechnung. Bei einer Strecke war das so, das fand ich sehr schade. Ich hoffe, es ist nicht die lange Strecke, die man fahren kann. Irgendwie kann man hier von Köln nach Aachen fahren oder so. Oder über von Frankfurt am Main nach Aachen, über Köln, irgendwie so war das gewesen. So. Wir machen das aus. Alles soweit okay. SIFA und PZB. Willkommen in der RE13 auf der Fahrt von Mönchengladbach Hauptbahnhof nach Venlo in den Niederlanden. Wir wünschen eine angenehme Fahrt. Ah, wie man hört, haben wir auch eine neue Zugbegleiterin jetzt. Die Stimme klingt deutlich angenehmer als in der Fahrt davor. So, Christian, denk dran, schneller als 60 darfst du jetzt hier nicht fahren. So. Jetzt bin ich mal gespannt, wie der Weg weiterführt. Wir sind ja aus der Richtung gekommen. Ich bin mal gespannt, wo wir jetzt abbiegen werden. Noch befinden wir uns auf dem Teilstück, an dem wir angekommen sind. Aber jetzt geht es hier geradeaus weiter. Also wenn hier sind, wir sind jetzt nämlich hier gerade oder vorhin oder gerade eben oder gestern, wie auch immer. Hier von rechts gekommen, ja, und jetzt fahren wir hier geradeaus schräg durch weiter Richtung Holland. Coffeeshop besuchen, mal ordentlich kiffen hier. Wie sieht unsere Reisegeschwindigkeit insgesamt aus? 100, also nicht sehr schnell diesmal. Also 100 fahren, sehr schön. Also wie man gerade gesehen hat, ist das unsere schnellste Reisegeschwindigkeit auf dieser Strecke in der Heimstunde. So, ein bisschen zu früh gedrückt, jetzt aber. Halt, stopp. Nicht so schnell, Christian. So, Viersen ist der nächste Halt. Der ist bei 0,5. 5. Genau. 0,5 ist richtig, nicht 5, sondern 5. Ah, da würdest du bestimmt wieder ansagen. Diesmal sind wir ein bisschen langsam unterwegs, das wird wahrscheinlich die halbe Stunde Fahrzeit. Ich selbst war noch nie in Holland. Ich wollte mal Zeit nachzuholen. Ha, geht ja gerade nicht. Haha. Langsam beschleunigen hier, dass wir wieder auf die 100 kommen. Wieder runter.
Oh, wir waren angekündigt. Ah, kommt da nicht gleich noch ein Signal plötzlich? Ja, aha, alles klar. Ein bisschen runter in die Geschwindigkeit gehen. Aber der Schubkraft besser gesagt. Ich bin jetzt so komplett auf die Strecke fixiert. Ich bin hier noch nie gefahren. Muss man eigentlich bei jedem Signal jetzt die Wasserkeitstaste drücken? Oder wenn ich jetzt hier einfach drüber fahre und nichts mache, dass ich dann hier eine Bremsrinne geknallt kriege? Ich muss es mal einfach mal so ausprobieren. Damit ich das endlich mal weiß. Weil noch blinkt ja nichts. Ich weiß auch gerade jetzt gar nicht, welchen Kilometerstand wir gerade sind. Wir sind ja die Meilenpfosten ja eingezeichnet. Wir wissen jetzt, bei welcher Kilometer ich jetzt gerade bin. Okay, da ist wieder eine Vorankündigung. Hier ist noch Daten oder Signal. Ja, Moment, ich mache gleich wieder langsamer. Anscheinend gibt unser Eisenbahn immer noch zu viel Stoff. Vielleicht sehen wir auch ein paar holländische Züge abgestellt, das wäre natürlich auch nicht schlecht. Steht da vorne schon so ein typisch holländischer Zug oder ist eher Güterverkehr? Das sieht nach Güterverkehr aus. Nee, doch Güterverkehr. Ja, doch Güterverkehr. Und da vorne kommt wieder die Langsamfahrtstelle. Ich kann schon mal runterbremsen hier. Und bestätigen, dass wir das alles mitbekommen haben. Ja, da ist auch wieder das gelbe Dings angegangen. Jetzt mal, da vorne wird unser erster Halt sein. 12.32 Uhr sollen wir da sein. Ah ja. Nächster Halt in Viersen. Ja, auch die Ansagenmelodie hat sich verändert. Plötzlich im selben Zug. Okay, dann ist das eben so. Aber wir sind nur in der Zeit. Steht da für eine Baureihe im Zug? Bahnhof meine ich. Was steht da für eine Baureihe im Zug? Na, hallo Krishan! Das wäre jetzt ganz schlecht, wenn eine Baureihe im Zug stehen würde. Ah, so eine typische Rheinländer erstmal würde ich mal sagen. Ey, ich kann mir die Baureihe von dem Ding nicht merken. War das nicht 472 oder so? Oder 474, obwohl so eine private doch. Na komm halt an hier. Ausstieg in Fahrtrichtung. Rechts. Genau, gute Dame, du sagst es. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ja, da würden wahrscheinlich viele toll finden. So. Und um 12.33 Uhr geht es dann weiter Richtung Döken bei 5,1. Wie viel sind jetzt insgesamt? Also mit Döken zusammen haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Halte. Also ist nicht mehr so weit. So. Also tut mir ganz der Arsch wie vom Rumsitzen hier. Oh Junge. Alter, wir hätten die ganzen Lokführer 8 Stunden lang aus da oder 10 Stunden auf dem Sitzer zu sitzen, Alter. Na gut, die haben jetzt natürlich auch Pause. Gönne ich mir jetzt einfach nach der Fahrt hier. Der kann doch ständig auf die Probacken gehen, Alter, wenn die ganze Zeit nur rumsitzt. So, jetzt bleiben wir weiter hier. Machen wir mal aus hier. Türen schließen. Federnspeicher ein bisschen raus, Finger offensiver und ab jetzt. Jetzt dürfen wir losfahren. Auf geht's. Richtung Döken.
2:37 soll man da sein, 5 Minuten Fahrt. Ich schätze mal, auch in diesem Bahnhof werden wir wieder runtergebremst. Aber ich scheint ja endlich begriffen zu haben. Oh, ich bin auch noch müde hier. Der Mönchengladbach richtig dicht an Holland dran, wusste ich auch schon lange nicht. Wie ich es im letzten Video gesagt habe, Christian und Geografie, das ist ungefähr so wie eine Katze, der versucht Chinesisch beizubringen. Das kann einfach nicht funktionieren, das geht nicht. Bestätigen. Ich hoffe, dass ich mit der PZB in Trains and Birds dann keine Probleme haben werde, weil spätestens jetzt, wo ich hier so schön geübt habe alles und ich die Strecke alle durchgezeigt habe, die ich fahren wollte, wird natürlich die Wirbelbomben auch wieder zurückkehren. Und hoffe mal, dass er seine Ausbildung zum PZB-Lokführer erfolgreich bestanden hat und ich hoffe, ich alles richtig mache. Man muss mal gucken, eine Steuerung. Welche Taste ich drücken muss, damit ich die Wasserkette und so weiter alles bestätigen kann. Der wird dann wieder eine ganz schöne Umstellung werden. Ich hoffe, dass ich jetzt hier. Ich mach's einfach mal nichts. Ich riskiere jetzt wirklich nichts gerade. Cool, ich hab's gerade riskiert, jetzt fangen wir uns zu kriegen. Und da vorne haben wir wieder grün-gelb. Das war zu erwarten. Na, dreimal zu raten, was der Christian jetzt für eine Taste drückt. Und da sind wir wieder in der Bewachung. Nächster Halt in Döden. Lass den Zug jetzt ausrollen. Wo ist denn der Bahnhof? Da vorne ist er. Ah, da vorne. Gut. Schnauze da unten, aus der zweiten Reihe. Ja, ich habe einen Kater mitgebracht hier in den Führerraum, der wollte aus in der Lehne bleiben. Sieht er mir drin auf den Sack, weil ihm langweilig ist. Aber ich musste mal um mein Geld verdienen mit Eisenbahn fahren, von daher. 2:36 und 37 soll man da sein, also wir schaffen es noch locker ohne Probleme. Jawohl, wir kommen pünktlich zum Stehen. Sehr gut. Ausstieg in Fahrtrichtung. Rechts. Also mit der Magnetschienenbremse zu fahren, macht deutlich mehr Spaß. Jetzt sind bestimmt gleich wieder die restriktive Überwachung los. Da ist er. Ist nicht. Ich befreie mich daraus. Abfahrt ist 12:38 Uhr. Sehr gut. So, noch 30 Sekunden bis zur Abfahrt. Wir können ja schon direkt losfahren. Wir sehen gerade ganz rechts über dem Schlüssel das grüne Feld, schräg drüber. Das zeigt, dass wir losfahren dürfen. Wenn ich jetzt hier die Magnetbremse drücke oder so, ne, keine Ahnung. Naja, jedenfalls zeigt er uns an, dass wir dann losfahren dürfen. Könnten also jetzt schon losfahren, aber ist noch nicht die richtige Abfahrtzeit. Jetzt dürfen wir losfahren. Die Bremse ist jetzt gelöst. Warte. Jetzt dürfen wir. Wunderbar. Fing offensiver bitte. Und weiter geht's.
Nächster Halt Boisheim um 12.41 Uhr in 3 Minuten. Oh, eingleisig, sehr schön. Ja, hier habe ich unter anderem auch versucht, zumindest an der Strecke davor, mit dem Zug der Baureihe 628 zu fahren, aber der kam überhaupt nicht aus dem Knick. Also für die Strecke ist der absolut ungeeignet gewesen. Viel zu langsam gefahren. Das hat nichts gebracht. Aber für die anderen Nebenbahnstrecken werden wir den auf jeden Fall mal aus der Garage holen. Ganz klar. Oder aus dem Lokschuppen in dem Fall. Und werden die natürlich auch mal fahren, der 628. Weil das ist ein Triebwagen, den ich sehr, sehr gerne fahre und auch so an sich ganz toll finde. Ich mag diesen Zug total gerne. Mir macht Spaß, jetzt ständig alles zu hier mit der Wasserkehrstaste zu bestätigen. Ist ein Hobby von mir geworden. Er sitzt, wenn ich in der Frachtküche war, ist ein Hobby. Vorne im Lokführerstand sitzt und die PZB-Wachsamkeitstaste betätigen. Das macht Spaß. No. Ich gleich wieder beim Hobby nachgehen hier. Schubkraft ein bisschen runterheben. Können wir ganz runterheben. Und schon mal gleich auf 80 wieder runterbremsen, denn wir sehen wieder, aha, gelb-grün. Grün-gelb, Entschuldigung. Runterbremsen hier. Nächster Halt in Bodesheim. So, das war wieder eine Überwachung. Und damit wir nicht zusammenkrachen, fahren wir jetzt rechts rüber. 12:41 sollen wir da sein. Das schaffen wir locker. Doch ein paar Sekunden zu spät. Ich muss mal gleich mal neue Tasten kurz ausprobieren, weil ich gelesen habe. Denn ich habe ja, bevor wir hier diese Aufgabe gestartet haben, mal geguckt, ob eine Taste gibt für Schnellspeichern, aber ich habe die nicht gefunden. Ausstieg in Fahrtrichtung. Ich habe gelesen, dass wir einen Bremszettel rechts haben. Ah, hier. Da haben wir das schon. Zuglänge 74 Meter. Höchstgeschwindigkeit, die zulässig ist, 160 km pro Stunde. 125 Tonnen. Gesamtzuggewicht 125 Tonnen. Bremsgewicht des Wagenzuges 310 Tonnen. Gesamtbremsgewicht 310 Tonnen. Ich glaube, das muss man wissen, wenn man im Zug die Bremskraft oder so einstellen will, damit nicht alles funktioniert. Machen wir die Dings hier an, die aus, halt die raus, so, die Türen ab. Ach so, halt Stopp, ohne. Nicht ausmachen da vorne. So. Ja, wie gesagt, da bleibt für die Bremsen hier. Ich glaube, also in Zusi 3 kann man zumindest so einstellen, dass man die ganzen Zugdaten alle komplett eingeben muss und dann muss man auch die Bremskraft und sowas eingeben. Und dafür ist wahrscheinlich auch dieses wie nennt man das hier? Der Bremszettel da, genau. Aber in Zusi 3, wie gesagt, traut mir noch nicht ran. Das nächste Mal dann versuchen werden, ist auf jeden Fall Loks im 3D, damit unser Wirbelbomben so wieder arbeiten kann. Dann werden wir auf den deutschen Strecken auf jeden Fall nochmal versuchen, mit der PZB zu fahren. Ich denke mal, mit Leipzig, Dessau können wir da anfangen. Ich könnte wieder mit Controller fahren, das ist dann ein bisschen entspannter. Nächster Halt ist Brielle. Bei 13,2 in 2 Kilometern.
so, war mal 12,2, 13,2, ein Kilometer. Da vorne sieht das schon wieder grün-gelb, ey. Schub ist runter. Hier haben wir ein Signal grün und dann sieht man da hinten auf jeden Fall auch gelb wird. Oder blieb mir das tatsächlich ein? Also eingebildet. Also das grüne Signal erkannt ist und grün ist, ich dachte, da kommt doch ein gelb. Da ist doch was gelbes, oder? Da sieht doch was gelbes. Bin doch nicht blind. Sag ich doch, da ist er wieder, grün-gelb ist er wieder. Auf in die 80er Bewachung. Hat doch richtig geguckt. Nächster Halt in Breje. Ankunft 12:45. Soll schon nichts da sein, scheiße. Aber ja, ist ein Simulator, ne? Deutsche Bahn Pünktlichkeit kennen wir ja. Da jetzt wieder los. Blinkt's wieder. Ich werde hier diesmal noch die andere Bremse mit zur Hilfe nehmen. Jawohl, hat sie gehauen. Ausstieg in Fahrtrichtung. Rechts. Okay, wir werden ein bisschen später abfahren als geplant. Ist aber nicht so schlimm. Gleich jetzt wieder den Wechselblinken los. Oh, der ist uns auch noch nicht raus. Okay, das Signal zeigt immer noch rot an. Wahrscheinlich darf ich deswegen noch nicht raus. Weil wenn ich jetzt U-Taste drücke, höre ich kein Zeichen. So. T wie Türen schließen, Bremse lösen. Das heißt, wir jetzt nur 40 fahren. Nee, ich darf mich noch nicht daraus befreien. Das hatte ich jetzt. Also, ich darf jetzt nur 40 fahren. Ich frage mich gerade, ob ich jetzt nur 40 fahren darf. Was ist jetzt schief gelaufen? Jetzt darf ich mich draus befreien, endlich. Dachte schon, wird die gar nichts mehr, ey. Nächster Halt, Kaltenkirchen. Der vorletzte Halt auf unserer Strecke diesmal. Wie gesagt, diesmal ist es eine kurze Fahrt. Schon hier landen. Ne, Venlo ist wahrscheinlich die erste Halt in Holland. So, der ist bei 17,6 und wir sind jetzt hier bei 14,6. Also ihr hättet jetzt aufwärts. Muss ja jetzt 14,7 kommen. 14,8, sehr schön. Wir halten uns schön die 100, so liebig das. Ups. Zwei Stufen runter hier mit dem Fahrschalter hier. Klingelt's wieder, nächster Halt, bla bla bla.
und wieder. Nächster Halt in Kaltenkirchen. Der Bahnhof. 2:50 soll man da sein. Ja, vielleicht schaffen wir es ja noch rechtzeitig. Mal gucken. Steht da. Ne, so ist wieder nur Güterverkehr. Noch kein holländischer Zug. Schade. Bremse konzentrieren hier. Zeit, Sie verdrücken bitte. Ausstieg in Fahrtrichtung. Geschafft, pünktlich angekommen. Vorletzter Halt, danach kommt Venlo und dann habe ich endlich meine Fahrt geschafft, ohne irgendeine Zwangsbremsung jeglicher Art oder dass ich irgendwie mal auf der Strecke durch fehlerhafte Bremsen zum Stehen gekommen bin. Ich hoffe, dass es so bleibt. Jetzt dürfte ich mich daraus befreien, aus dieser restriktiven Überwachung. Und da vorne sehen wir auch gleich als nächstes die Geschwindigkeitsreduzierung. Laut Plan wird es 80 sein. Also wie es aussieht, habe ich die PZB zumindest für Loxam3D endlich mal im Kopf drinne. Ich hoffe, dass ich das alles so merken kann. Türen schließen, Bremse lösen. Jetzt dürfen wir. Nächster Halt, Venlo. 12:56 soll mal da sein. Genau, da steht aber schon, da ist die 8. So, pass auf, nicht zu schnell, dass ich jetzt nicht gleich zu schnell fahre. Nächstes Jahr so 0,80 erlaubt. Auch das müssen wir jetzt auf jeden Fall wieder bestätigen. Komischerweise lag da aber gerade kein Herzmagnet, also kein Soldat. Gleich heißt es langsam Fahrt erwarten. Also nur noch 40. Ich sehe schon, die Signaltypen sind jetzt hier anders. Wir sind jetzt schon in Holland. Die Signale haben hier eine andere Farbgebung. Das ist wahrscheinlich der Wechsel. Wir haben nämlich die EU-Flagge. Ich schätze mal, hier ist jetzt der Wechsel. Aber grün ist grün, das heißt, wir dürfen auf jeden Fall fahren. Konzentrieren hier. Bin ich gleich am Ziel. Mann! Du, ey, der muss nach 40 fahren. Was? Oh, Scheiße. Fehlersprecher, warum sie lösen?
jetzt sind wir komplett abgeschaltet hier. Scheiße, war zu schnell. Also wieder eine fehlerhafte Fahrt. Bremsen raus hier. Und weiter geht's. Jetzt 10.40 Uhr. Bei 2.0. Da ist 0.7. Verstehe ich jetzt. Ich roll jetzt einfach mit 40 weiter. Das ist mir scheißegal. Die Fahrt ist sowieso im Arsch. Wir haben wohl wieder zurückgesetzt. 0.8. Da müsste jetzt die 0.9 sein. Genau. Und kann auch noch ein bisschen schneller fahren hier. Das habe ich jetzt völlig verpeilt. Dann passiert, wenn man zu schnell ist. Jetzt bremse ich runter. Bin gerade erschrocken, ey. So. Ich fahre jetzt hier nur noch 40. Genau, jetzt sind wir einfach mal so richtig gemacht. Ey, immer noch zu schnell, fick dich doch. Puh, die letzten paar Meter dürfen wir langschleichen und kommen auf jeden Fall zu spät, das ist schon mal klar. Na gut, haben wir wieder eine fehlerhafte Fahrt, dafür war die letzte Fahrt, dafür, naja. Umso erfolgreicher, 2 Stunden lang ist alles gut gegangen. Ich werde es wohl nie hinkriegen. Mann, jetzt halt mal die Fresse hier, Alter. Wie wollt ihr denn auch mit dem Dings hier runter, ey? Was soll denn das, Mann? Nächster Halt. Venlo. Diese Zugfahrt endet dort. Wir bedanken uns für die Mitfahrt in der RE13. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ausstieg in Fahrtrichtung. Rechts. Ja, jetzt hat du vergessen auch zu erwähnen, dass der Triebfahrzeugführer hier ein kompletter Vollidiot ist. Ich schaffe ihn noch Fahrt mal fehlerfrei zu kriegen hier. Ja, eindeutig zu spät. So, hier sind wir schon ein paar wunderschöne holländische Züge. Keine Ahnung, wie man die Baureihe jetzt nennt. Da kenne ich mich überhaupt nicht aus. Finde ich aber ja nicht mal so unhässlich. Die sehen zwar ein bisschen komisch aus, aber irgendwie hat das was. Sah aus wie so ein bisschen wie so ein Gorilla. Oder so, keine Ahnung. Jeweils diese große breite Schnauze und oben die kleine Führerhaus da oben drauf. Musst du kurz an Gorilla denken oder so. Oder irgendwas anderes. Wal oder so, was weiß ich. Naja, wie auch immer. Ist auch völlig egal. Jeweils sitzt man da als Triebfahrzeugführer relativ weit oben. Und dann sind wir angekommen. Ich schätze mal, wir müssen nach vorne von dem Wohnsignal halten, damit wir bei dem anderen Zug dann hier rinknallen. Der da bereit steht. Und damit haben wir unser Ziel erreicht. Gut, mal wieder keine fehlerfreie Fahrt Ausstieg hinbekommen. Tut mir leid, ich werde es wohl nie begreifen, oder ohne mal hier fehlerfrei zu kommen. Weil die Geschwindigkeitsübertretung, die zählt ja sich dazu. Also denn, sie sorgt dafür, dass wir zurückgesetzt werden, wie in diesem Fall, in dieser Episode. Aber gut, dann ist das eben so. Ich bedanke mich trotzdem für's Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da, wenn ich das recht. Abonnieren dürft ihr auch, wenn ihr wollt. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.